Und hier habe ich etwas total Bizarres. Die New York Times, eine der ältesten und bekanntesten Zeitungen der Welt, die hatten einen 1500 Worte langen Artikel über diesen angeblichen Impfstoffhelden, ja, den Pionier Dr. Maurice Hilleman. Man hat ihn da halt eben dann rauf und runter gelobt. Ja, er hätte die Welt verändert, er hätte so viel verbessert in der Welt und das sei ja alles billig auch noch gewesen. Auch noch, ja, man hätte hier halt für einen Sparpreis hier dann die Welt gerettet und so. Also 1500 Worte des Lobes von der New York Times. Jetzt können Sie mal schauen, was für Besitzer die New York Times hat und was für Verbindungen die New York Times hat, welche Vergangenheit die New York Times hat und welche Werbekunden die New York Times hat. Und dieser Mann, Dr. Maurice Hilleman von dem Konzern Merck, der gab mal ein Interview und ich habe hier mal einen Ausschnitt rausgekramt. Also da redet Dr. Maurice Hilleman mit Dr. Edward Shorter und dann gibt es hier noch irgendjemanden, der da sich ab und zu mal mit einschaltet in das Gespräch. Und die reden so, als seien sie irgendwie unter sich und hätten schon zwei, drei Bier-Intus. Also da reden sie dann über die ganz kontroversen Dinge und da werden Sachen erzählt, meine Damen und Herren. Also hier beginnt Dr. Shorter, er fragt dann Hilleman, erzähl mir mal, wie du dieses SV40 gefunden hast. Also dieser Skandal mehr oder minder mit dem Polio-Impfstoff und diesem grässlichen Affenvirus, Simian Virus 40, SV40. Dieser Affenvirus war da mit drin, in dem Impfstoff. Und man hat erst später gemerkt, dass er da noch drin war und dass er nicht komplett deaktiviert war oder tot war. Und das war halt eben dann ein Riesenskandal. Und dann gab es dann halt eben dann die übliche Maschinerie. Man hat dann eine Studie nach der anderen rausgehauen, um zu sagen, das hatte keine schlimmen Auswirkungen. Wir fanden zwar SV40 Affenviren-DNA in Tumoren, in Krebstumoren bei Menschen, aber das hat alles keine Bedeutung. Und Dr. Hilleman sagt dann, ja. Ach, diese Geschichte, das war bei Merck. Also ich kam da zu Merck und ich sollte da eben Impfstoffe entwickeln. Und wir hatten damals, also ich übersetze jetzt hier aus dem Englischen, also fast 100% akkurat, meine Damen und Herren. Übersetze hier on the fly aus dem Englischen. Hilleman sagt hier, ja, ich sollte halt also diese Impfstoffe herstellen und wir hatten damals echt wilde Viren damals, ja. Also das war wirklich wild damals. Erinnerst du dich an diese wilden Affennieren, Viren und so weiter und so fort? Also diese ekligen Viren da mit den auf den Affennieren. Und dann nach 6 Monaten Entwicklung habe ich dann aufgegeben und habe dann gesagt, wir können keine Impfstoffe herstellen, keine Impfstoffe entwickeln mit diesen verdammten Affen. Zu viel Virenglump. Wir sind einfach, das war's für uns. Und ich kann da nichts machen. Ich höre auf hier. Ich versuche das gar nicht erst weiter. Also habe ich mich getroffen mit Bill Mann bei dem Zoo in Washington, D.C. Und ich habe zu Bill gesagt: Schau her, ich habe hier ein Problem und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und Bill Mann ist ein richtig schlauer Kerl. Ich sagte zu ihm, dass diese verdammten Affen hier sich alle möglichen Viren einfangen auf dem Transportweg. Also man transportiert diese Viecher und auf dem Transportweg holen die sich dann diese ganzen ekligen Viren und dann können wir mit diesen Affen keine Impfstoffe mehr herstellen. Ja? Verdammt nochmal. Und dann Bill Mann gab ihm dann eben so einen Ratschlag. Er sagte, hey, das ist ganz einfach. Du holst dir deine Affen aus Westafrika und hol dir diese Affensorte, diese Affenspezies, African Green. Und du bringst die dann nach Madrid, lässt sie dann in Madrid entladen, weil da ist kein anderer, da findet man, da ist kein, werden keine anderen Tiere transportiert. Und von Madrid
fliegst du sie dann nach Philadelphia und fertig. Oder nach New York. Ja, dann holst du die gleich von dem Flugzeug. Also, erzählt hier Dr. Hillerman, also haben wir diese African Greens Affen da geholt. Und ich wusste gar nicht, dass wir dabei den AIDS-Virus importiert haben. Und dann in dem Interview, ich sage, das ist ein Transkript, was ich hier vorlese, da gibt es hier so ein nervöses Gelächter. Also Dr. Maurice Hillerman hat gerade eben mehr oder minder zugegeben, oh shit, wir haben uns da zufällig mit diesen Laboraffen, mit diesen African Greens, man hat sich hier dann anscheinend über Affen aus Afrika, man hat sich hier den AIDS-Virus geholt. Man hat sich den AIDS-Virus eingefangen und gibt es dann eben dieses nervöse Gelächter. Und man macht sich darüber noch lustig. Der eine sagt dann hier noch, oh, du warst es also, der den AIDS-Virus ins Land gebracht hat. Jetzt wissen wir es. Hahaha, das ist hier die wahre Geschichte. Und was jetzt Merck halt eben nicht macht, ist ein Impfstoff für AIDS herzustellen. Hahaha. Das muss man sich mal vorstellen, meine Damen und Herren. Diese Typen. Und dann erzählt Hillerman halt hier weiter. Ja, okay, wir haben diese Affen geholt und das war alles, was ich dann hatte. Und das war die Lösung. Wir hatten endlich cleane Affen oder einigermaßen cleane Affen. Und was wir gedacht haben, was cleane Affen waren, saubere Affen waren, die hatten nicht diese total wilden Viren. Und damit haben wir dann Impfstoffe hergestellt. Und dann fragt hier ein Dr. Edward Shorter, Moment mal, warum hatten diese speziellen Affen nicht diese bestimmten Viren, obwohl sie aus Afrika kamen? Und dann sagt der Hillerman, naja, die waren halt nicht zusammen mit anderen verschiedenen Affen irgendwie zusammengepfercht und dann hakt Dr. Edward Shorter nach. Ja, aber also ich verstehe schon, dass auf dem Transportweg halt irgendwelche anderen Viren da noch diese Affen befallen können. Aber da meint halt eben hier Dr. Shorter, ja, aber was ist mit den Affen, mit den Viren, die Affen von vornherein hatten aus Afrika? Die haben sich ja in Afrika schon Viren eingefangen. Und Dr. Hillerman sagt, ja, die ursprünglichen Viren aus Afrika hatten die Affen schon. Aber das waren ja nur wenige. Und es ist ja viel schlimmer, wenn dann diese Affen auf dem Transport zusammengepfercht werden, sich dann zusätzliche Viren einfangen. Also, und wir holten uns dann diese African Green Monkeys, diese Affen, und dann fand ich neue Viren. So ein Unglück, erzählt er hier. Also sagte ich, verdammt nochmal. Und dann sollte ich hier noch, also Hillerman erzählt, hier sollte ich dann noch einen Vortrag halten bei der Sister Kinney Foundation. So ein internationales Meeting und um Gottes Willen, worüber sollte ich da sprechen? Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann dachte ich mir, oh, ich spreche einfach über die Feststellung von nicht feststellbaren Viren. Haha. Und dann schaltet sich hier ein Dr. Albert Sabin ein und sagt, ja, es gab halt Leute, es gab bestimmte Ärzte, die wollten halt, die wollten keinen Impfstoff herstellen mit Lebendviren drin. Und immer mehr wollten halt, dass wir halt nur tote oder deaktivierte Viren benutzen für Impfstoffe. Und dann sagt wieder Dr. Hillerman, Hillerman erzählt, okay, ich habe ja so einen Vortrag und ich habe ein Thema, ich fand diese komischen neuen Viren und das wird mir einen Haufen Aufmerksamkeit bringen. Und ich dachte mir, hey, dieses verdammte SV40, dieser Affenvirus, Simian Virus 40, ich meine, dieses verdammte Zeugs, was wir haben, dieser Virus muss ja in den Impfstoffen gelandet sein. Und dann habe ich es getestet und natürlich waren sie dann wirklich auch da. In den Impfstoffen.
Verdammt nochmal! Also die fluchen wirklich hier die ganze Zeit in diesem Interview, in diesem Gespräch. Und dann fragt die Dr. Edward Shorter, okay, du hast dann also quasi einfach diesen fertigen Impfstoff hier, du hast diesen fertigen Impfstoff hier bei Merck einfach vom Regal genommen und hast den getestet und fandest diesen Affenvirus. Und Hilleman sagt, ja, es war hergestellt worden bei Merck. Und es gab dann noch diese großen Testreihen in Russland und so weiter, war das ganze Zeug ausprobiert im Ostblock. Und dann sagt Dr. Hilleman, ich gehe da also hin und rede darüber, wie man diese neuen Viren aufspürt, und ich sagte zu Albert, hey, hör mir zu, Albert, du und ich, wir sind gute Freunde, aber wie gesagt, über das, was ich halt dir zu erzählen habe, das, was ich hier erforscht habe, da wirst du halt irgendwie nicht so glücklich drüber sein. Ich werde über den Virus reden, der in deinem Impfstoff gelandet ist. Also du wirst natürlich dann in der Folgezeit in der Lage sein, den Virus da rauszutun, ja, du wirst es natürlich rausfiltern können, ja, also. Und natürlich war Albert hier überhaupt nicht glücklich drüber. Und Dr. Shorter fragt, okay, was hat er dann gesagt? Und Dr. Hilleman antwortet, nun ja, er hat im Prinzip gesagt, dass das halt, ja, wieder so eine blöde Sache ist, die halt dann, die halt die Impferei irgendwie ausbremst und so. Und man hört halt eben dann raus, er hatte keine richtige Begeisterung, da jetzt irgendwie hier richtig das aufzuklären und da was zu machen. Und Hilleman sagte dann zu ihm, ja, wir müssen halt einfach, es gibt immer neue Technik, um halt solche Viren nachzuweisen. Und bevor uns das Ganze mehr oder minder um die Ohren fliegt und jemand anders das rausfindet, müssen wir halt eben dann diesen Virus rausfiltern. Und Dr. Shorter, anscheinend ein kritischer Arzt, hakt dann hier nochmal nach und sagt dir, warum nannte er das eine Obfuscation? Also warum hat er das so runtergespielt? Obwohl es doch ein Virus war, der seinen Impfstoff verschmutzt hat. Und dann antwortet Dr. Hilleman, naja, es gibt sowieso 40 verschiedene Viren in diesen Impfstoffen, die wir deaktiviert hatten. Und das meinte hier Dr. Hilleman. Also da sind sowieso 40, also insgesamt 40 Viren drin in dem Impfstoff. Und wir haben die halt deaktiviert oder glaubten sie deaktiviert zu haben, abgetötet zu haben. Und Dr. Shorter sagt dann, ja, aber diesen einen habt ihr dann zum Beispiel eben nicht wirklich deaktiviert. Und Dr. Hilleman antwortet dann darauf, ja, du hast schon recht. Es gab ja auch diesen Gelbfieber-Impfstoff und der hatte einen Leukämie-Virus drin. Und das war halt damals, das waren die Tage, da war die Wissenschaft noch sehr, sehr grob. Das waren halt die alten wilden Tage, ja, also der wilde Westen. Und das war alles noch nicht so ausgereift. Und da kam halt dann irgendwie so ein Leukämie-Virus in den Gelbfieber-Impfstoff. Ja, so war es halt damals. Und ich, dann sagt dir Hilleman, und ich habe dann mit ihm geredet und ich habe mit ihm geredet und habe gesagt, hey, warum machst du dir so viele Sorgen darum? Ich sag dir was, ich habe so ein Gefühl, dass dieser Virus irgendwie anders ist. Und dieser Virus, also gemein ist anscheinend hier dieser Simian Virus 40, das könnte langfristige Probleme verursachen, das könnte langfristige Folgen haben. Also dieser Virus könnte langfristige Folgen haben. Und das hat man später dann gemerkt. Ja, man fand diese Viren-DNA in Krebstumoren. Und er fragte mich dann,
erzählte Hilleman. Er fragte mich dann, was für Langzeitwirkungen? Und ich sagte, Krebs. Und in dem Moment lachen alle. Für die ist das lustig. Ha, oh shit, Krebs. Ich sagte, Albert, du denkst wahrscheinlich, ich bin verrückt, aber ich habe dieses Gefühl. Und in der Zwischenzeit haben wir diesen Virus genommen und haben ihn dann wieder in Affen reingesteckt und in Hamster, in die Hamster injiziert. Und und diese Affen und die Hamster bekamen halt eben dann irgendwie Probleme. Und wir hatten dieses Meeting. Und das war so das Thema des Tages, erzählt Dr. Hilleman. Und wir haben dann überall rumgescherzt. Also da gingen überall die Witze rum. Witze halt, also Witze haben wir da gerissen, die in die Richtung gingen. Wie zum Beispiel folgender Witz. Oh, wir Amerikaner werden bald alle Medaillen abräumen bei den Olympischen Spielen, weil die Russen, die russischen Athleten alle Krebs bekommen. Und dann nochmal Gelächter. Oh shit, die Russen können nicht mehr. Die Russen verlieren bei den, also die Sowjets damals, verlieren bei den Olympischen Spielen, weil sie nur noch Krebstumore haben. Weil wir bei denen diese Impfstoffe ausgetestet haben mit Krebsviren drin. Ah? Ja, mit lauter Krebs, wir haben denen lauter Impfstoffe gegeben in diesen Testreihen. Impfstoffe mit krebserzeugenden Viren. Und dann fragt Dr. Edward Shorter, ja, aber warum ist das nicht in der Presse gelandet? Und Dr. Hilleman antwortet, das könnte schon in der Presse gelandet sein, ich kann mich allerdings nicht erinnern. Wir hatten keine eigene Presseveröffentlichung dazu. Und letztendlich würden wir auch keine machen, das ist ein wissenschaftliches Thema. Und das bleibt quasi innerhalb der wissenschaftlichen Community. Also, diese Typen lassen quasi, meine Damen und Herren, diese Typen lassen quasi, bauen Mist. Diese Typen bauen Mist. Und zig Leute kriegen dann vielleicht Krebs deswegen. Aber wenn es um die Verantwortung geht, sagen sie, nein, das ist eine Sache unter Wissenschaftlern. Das klären wir unter uns. Tja. Ja, und dann sagt noch dieser Dr. Sabin. Also es wurde halt viel gefeiert. Diese Impfstoffe wurden halt viel gefeiert. Ja, der Sieg über die Krankheiten. Und da wurde halt viel übertrieben. Und es war halt viel zu viel Hollywood-PR. Es hieß halt einfach, wir haben das Problem gelöst. Polio wurde bezwungen. Niemand wird mehr an Polio sterben. Oder halt krank erkranken. Und dann sagt ihr Dr. Hilleman dazu, also wir wussten schon, dass da halt Sachen verunreinigt waren, also in dem Quellmaterial, was sie benutzt haben für die Impfstoffe. Wir wussten schon, dass das verunreinigt war. Und da hat man dann zum Beispiel einen Virus drin, das ist einer von 10.000 verschiedenen Partikeln. Also meint hier er quasi, ja sorry, das ist halt einfach so. Wir konnten das damals nicht besser. Das war damals halt irgendwie gut genug und wir konnten jetzt nicht den einen Partikel davon aus 10.000 rausfinden. Also wir hielten das für gute Wissenschaft damals. Das haben wir gemacht und wir haben uns da keine Gedanken gemacht über irgendwelche wilden Viren, die da mit drin sind. Und dann sagt Dr. Hilleman, ja, und das Nächste, was dann passiert war, drei, vier Wochen danach,
ist, dass halt diese ganzen Versuchshamster alle Krebstumore bekamen. Unsere ganzen, diese vielen Versuchshamster bekamen überall Krebstumore. Yikes. Und das ist nur das Geschluder, meine Damen und Herren. Ja, das ist nur das Geschluder. Jetzt haben wir dann hier noch eine ganz andere Geschichte. Und zwar wurde jetzt hier in den USA im Repräsentantenhaus, also im Kongress, weil der ja von den Democrats kontrolliert wird momentan, da wurde jetzt im Kongress in dem beschlossenen Pentagon-Haushaltsgesetz, also Verteidigungsbudget, da wurde dann in dieses Gesetz, das ist ein Gesetzespaket, da wurde so eine Sache reingenommen, da heißt es dann, wir wollen eine Überprüfung, ob im Kalten Krieg an Insekten als Biowaffen gearbeitet wurde. Speziell will man sich dafür interessieren, ob die Lyme-Borreliose, die über Zecken übertragen wird, ob das eine Biowaffe war vom Pentagon und dass die dann irgendwie in die freie Wildbahn gelangte und dann eine nicht unerhebliche Zahl an Menschen hier, ja, an den Menschen krank machte. Also, es ist nicht ganz klar, ob das Gesetz in der Form so durchgeht. Es gibt ja noch den Senat und da dominieren die Republicans. Ja, also man wird wahrscheinlich hier, man rechnet damit, dass dieser Zusatz hier nicht durchgehen wird, aber immerhin erregt es Aufmerksamkeit. Demokratische Abgeordnete Chris Smith, Demokrat Colin Peterson und Demokrat Andy Harris. Smith fordert in dem Zusatz, dass der Generalinspektor des Verteidigungsministeriums überprüft, ob das Pentagon in den Jahren zwischen 1950 und 1975 mit Zecken und anderen Insekten als Biowaffen experimentiert hat. Wenn dies geschehen ist, dann sollen die Ausmaße der Forschung untersucht und berichtet werden, ob Zecken versehentlich oder absichtlich aus dem Labor freigesetzt wurden. Also man vermutet, dass halt eben dann diese Forschung hinter der Lyme-Borreliose steckt. New Jersey sei davon besonders betroffen, insbesondere Kinder. Jährlich könnte es in den USA, wie das CDC vermutet, Center for Disease Control, könnte es 300.000 Erkrankungen und mehr geben, Tendenz ansteigend. Behandelt wird sie meist mit Antibiotika. Und Lyme-Borreliose ist wirklich ekelhaft. Also ich kenne auch jemanden, der das hat, beziehungsweise hatte. Und das kann wirklich bleibende Schäden hinterlassen. Oftmals wird es auch dann viel zu spät erkannt, weil die Symptomatik ist einfach, die Symptome sind einfach ein bisschen wild durcheinander. Und da bleibt das häufig mal unentdeckt und verursacht dann noch mehr Schäden. Also. Und ganz im Verdacht ist das Plum Island Animal Disease Center auf Plum Island in der Nähe von Long Island, also ganz in der Nähe, wo die ganzen gehäuften Fälle auftreten. Und dort wurden offiziell unter dem Landwirtschaftsministerium seit den 50er Jahren hochinfektiöse Tierkrankheiten wie die Maul- und Klauenseuche untersucht. Und wir wissen ja, dass die Supermächte, wir wissen, dass die. Wir wissen, dass die Supermächte hier mit allen möglichen Biowaffen experimentierten, unter anderem auch eben Sachen, die Ernten zerstören, Nutztiere hier kaputt machen, den Menschen befallen. Dann gibt es hier so eine ganze Bandbreite an biologischen Waffen, je nachdem, was man gerade einsetzen möchte. Also die eine wirkt schneller, die andere wirkt langsamer, die eine ist tödlicher, die andere ist weniger tödlich, die eine hinterlässt bleibende Schäden, die andere hinterlässt keine bleibenden Schäden. So hatte man sich das ausgedacht. Möglich, dass man auch erforschen wollte, wie Erreger gefährlicher gemacht werden können. Biologischer Krieg könnte zuerst in der Landwirtschaft stattfinden. Und das ist ja auch so ein Ding, was ich halt den Preppern immer wieder sage, also gerade wenn es um Zivilschutz geht. Es gibt ja jetzt schon massive Preissteigerungen bei Lebensmitteln. Es gibt jetzt schon die Aussichten auf Missernten. Und die Ernteausfälle wegen halt ja, allen möglichen Problemen, unter anderem auch wegen schlechtem Wetter. Und wir wissen, es gibt Wetterwaffen, es gibt alle möglichen Biowaffen, um halt eben Ernten zu zerstören.
Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man Lebensmittel hat, dass man Lebensmittelvorräte hat, dass man wirklich dann vorbereitet ist, dass man da auch was abgeben kann an seine, was ich, Angehörigen oder besten Freunde oder Nachbarn, dass man halt in der Lage ist, hier so eine Art Eigenquarantäne zu machen, dass man nicht gezwungen ist, wenn hier irgend so ein ekliges Zeug rumgeht, irgend so ein ekliger Virus rumgeht, dass man nicht gezwungen ist, hier dauernd irgendwelche Strecken zurückzulegen, um an Lebensmittel ranzukommen, an diese Verteilstellen zu kommen und so weiter und so fort, oder dass man irgendwie an Trinkwasserquellen rankommen muss, weil jede Oberfläche kann dich schon infizieren. Also haben wir bei Ebola gesehen, das klebt dann irgendwo und ist noch eine ganze Weile lang ansteckend. Wir haben ja gerade auch einen Ebola-Ausbruch wieder, einen heftigen in Afrika. Und 2002 wurde bekannt, dass das Pentagon nicht tödliche biologische Waffen entwickeln wollte. Seit 2003 gehört die Insel zum Heimatschutzministerium. Die Insel soll nun verkauft werden. Und es war nicht lange Zeit auch bei Infowars, in der Alex Jones Show, also in den guten alten Tagen von Alex Jones, da war das immer so ein wichtiges Thema. Da hieß es dann, es gibt überall diese Forschungseinrichtungen in Amerika und die hantieren dann mit den gefährlichsten Stoffen. Die hantieren mit den gefährlichsten Stoffen und haben teilweise nicht mal unbedingt die vorgeschriebene Sicherheitsstufe. Und wenn da mal was ist, ja, also dann gibt es halt eben dann Vermutungen seit Jahrzehnten, dass Plum Island der Ausgangsort ist von Krankheiten wie Borreliose oder dem West Nile Virus. Ja. Man hat zwar immer dann irgendwelche anderen Geschichten erzählt, dass halt der Virus mal wieder aus Afrika kommt, da aus dem Wald von irgendeinem Affen oder von einer Fledermaus, und dann sei er irgendwie gesprungen von dem einen zum anderen und dann kam das dann irgendwie nach Amerika. Da kam das dann irgendwie nach Amerika und irgendwelche Geschichten werden da erzählt, aber wahrscheinlich viele, viele, viele Krankheiten sind tatsächlich künstlich und gehen zurück auf irgendwelche Labors. Und die Frage ist halt, wie viele Krankheiten gehen zurück auf Labors? Vielleicht sogar Krankheiten, die wir als alltäglich betrachten oder Dinge, die seit Jahrzehnten im Gespräch sind, ja, wo man da halt irgendwie sich mit abgefunden hat, dass es dieses Zeug halt gibt. Das ist die spannende Frage. Das wird auch irgendwann mal das Thema werden in meinem nächsten Buch, ja, meinem nächsten Band der Reihe Tiefsten Geheimnisse der Supermächte. Der nächste Band dreht sich um Biologie. Also Lebensmittel, Impfungen, Medizin, Krankheiten, Familie und so weiter und so weiter. Das allerdings wird wahrscheinlich erst zur Weihnachtszeit dieses Jahr fertig werden. Ja, das ist so der Zeitplan. Und natürlich, je mehr sie uns unterstützen mit ihrem Einkauf, mit Spenden oder was auch immer, je mehr sie uns hier unterstützen im Recenter Shop oder shop.recenter.com, umso mehr Projekte können wir stemmen in kürzerer Zeit.